Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Ich muss ganz kurz was umstellen, habe ich jetzt ehrlich gesagt doch nicht gemacht, hahaha. Und zwar Autozielen umschalten, das habe ich ausgestellt. Warum auch immer, ich habe es jetzt wieder an. Irgendwie ist es doch eine sehr gute Option, wenn man das nutzt. So, dann will ich mal gucken, habe ich noch Ersatzwaffen? Ich werde mir mal ganz kurz vielleicht dieses Strangleg-Schwert, dann bin ich auf 83. Na gut, ist okay, muss ich halt in zwei Hände nehmen, aber das Ding, das wumst so richtig, glaube ich. Gut, ich werde mich erstmal hier oben weiter bewegen. Letztes Mal bin ich ja direkt hier auf eine Treppe gestoßen, die nach unten führt. Aber da gucken wir mal. Okay, die... Da kommt so ein schwarzes Zeug raus. Ich wette mit euch, wenn man da draufschlägt, explodieren die. Oder wenn man Feuerbomben drauf wirft. So. Naja, mein Freund, das sind bestimmt wieder mehrere. Ich habe um die Ecke noch einen gesehen hier. Oder? Habe ich? Na komm, Freund. Du willst mich in eine Falle locken, ne? Oh, glaubt ihr, ich bin blöd? Da vorne ist eine Nebelwand. Sag mal, ihr glaubt echt, ich bin nicht ganz sauber, oder? Wenn ich euch jetzt hinterherlaufe, ist es mein Tod. Oh, guck mal, wie die reinhaut. Geil, Leute. Okay. Oh, das war dumm. Ich habe ja erst immer gesagt, in jedem Dark Souls Spiel oder Demon's Souls, dass Zweihänder nicht so meine Sache sind. Aber hier ist es irgendwie richtig gut. Man haut auch richtig schnell zu damit, ne? Gut, da geht's runter. Auch da will ich erstmal noch nicht hin. Kann ich die öffnen? Okay, die kann man auch nicht aufschlagen, wie es scheint. Kann ich die nicht öffnen, die Türen? Das ist ja doof. Wisst ihr, was ich vermute? Hier gibt's wieder einen Boss. Schimmernder Lebensstein, das ist schön. Okay. Soll ich mal schauen, Leute? Ihr wollt das doch auch. Na gut, mit einem Flakon ist es ein bisschen gefährlich, aber ich mach's mal. Hab 6000 Seelen, aber ich meine, was soll's. Drei Stück? Alter. Oh ja, ich hab die Stats nicht, fällt mir ja gerade auf. Alter Schwede. Okay, die hat jetzt nicht so viel drauf irgendwie. Oh, oh, oh. Ausdauer sparen, Bruger. Alter. Ist nicht gut, was sie da macht. Sag mal. Oh, nicht gut. Ich sollte wirklich sparsam sein hier. Okay. Also ich glaube nicht, dass die was drauf hat. Ich war nur wieder blöde. Ja, guck mal, das sind wirklich drei Stück, die gleich aussehen scheinbar. Aber jetzt habe ich wieder Flakons, jetzt geht das. Zauberquarzring. Mhm. Die Zauberakademie von Melfia. Aha. Ja, ist alles sehr interessant, diese ganze Lore. Ich muss, glaube ich, dann echt mal Gegenstände lesen. Wirklich gut lesen. Also viel lesen, vor allem auch. Das war halt mein Fehler auch, dass ich direkt beim Verfolger nicht sofort gelesen habe. Wenn mir das öfter passiert, dann habe ich irgendwann den ganzen Kram verpasst hier, ne? Das ist nicht... Ja, machst du noch was anderes, außer zu sterben? Guck mal, das ist so heftig. Hast du das? Ja. Das ist so heftig, dieses Schwert, Leute. Jetzt muss ich mich aber nochmal hier durchkämpfen. Und diesmal machst du das nicht, dass du von hinten kommst und mich überraschst, du Schweinebär. Hast du gehört? Warum geht das diesmal nicht? Au! Du Affenarsch. Der hat diesmal gar nicht so viel Schaden bekommen. Habe ich etwa nicht den Sweet Spot erwischt? Ja, es gibt so eine Art Sweet Spot, dass man am höchsten Punkt, an dem man die Waffe, also dem, ja, wie soll man das ausdrücken? Da, wo die Waffe die höchste Geschwindigkeit erreicht beim Zuschlagen, das ist sozusagen der Sweet Spot. Und das bedeutet eigentlich nur, dass man dann den meisten Schaden anrichtet an diesem Punkt. Alles andere, wenn man zum Beispiel ausschwingt, die Waffe, fügt weniger Schaden zu. Und tschüss. Diesmal nicht, Freunde. Aha. Haben wir nicht zweimal gerollt, bitte? Oh oh. Ach, genau. Ach ja, das war mir so klar. Oh, sag mal. Junge. Machen wir nicht solche Faxen hier. Alter Schwede. Hier.
Ich will nicht schon wieder alles verbrauchen, bis ich bei den Ladies bin. Ich nehme zumindest mal an, dass es 3 Ladies waren. Ein Lebensstein, sehr nett. Sehr nett von euch. Aber guck mal, was man hier wieder für Seelen zusammenbekommt so schnell, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Oh, die Tür ist ja schon auf. Oh, ihr Penner! Ihr seid so bescheuert, ehrlich. Au. Au, sag mal. Ist gut, Kinder. Das war knapp. Das war richtig knapp. Alltägliche... Was? Muss ich mal lesen kurz. Alltägliche Frucht stärkt vorübergehend Giftresistenz. Aha. Eine gefleckte Frucht stärkt vorübergehend Giftresistenz. Diese alltägliche Frucht ist geschmacklos, doch in einem erbitterten Gefecht kann sie über Leben und Tod entscheiden. Alles klar. So, gib mir dein Zeug. Ein Lebensstein, das ist nett. Ah, das, irgendwie habe ich das schon festgestellt. Es gibt immer mehr Gegner, die nicht... Ja, wie soll ich sagen? Die nicht wirklich knackig sind, aber die halt vermehrt kommen und deswegen ein Problem darstellen können hier. Es ist nicht so, dass, ne? So, kleine, gute Frau. Die ist echt ganz schön dürr. Ah. Ja, mit Backswing getroffen, das machst du. Machst du gut, Alte. Sag mal... Problem ist halt, ich kann das Schwert nur mit 2 Händen schlagen, muss immer wechseln mit dem Stance. Mit einer Hand kann ich das nicht. Oh, ja, hab geblockt, aber ist gut. Ist gut. Kannst du nochmal zuhauen? Ohne Backswing, wenn's geht. Die fuchtelt hier aber auch rum, ne? Das ist Wahnsinn. Sag mal. Gute Frau. Irgendwann ist auch mal Feierabend. Na gut, das macht auch ein bisschen Schaden. Alter! Sei mal nicht so aggressiv! Ich gehe gleich schon wieder drauf, wenn sie so weitermacht hier, ne? Alter Schwede! Kann man die parieren? Muss ich mal testen. Aber ich bin auch ganz schön schwerfällig, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich könnte mal das Lederschild probieren, aber das ist... Ja, gibt's wahrscheinlich auch auf die Schnauze hier. Mann, 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 Mann. Man muss halt immer abwägen. Ja, ich weiß, ich sterbe jetzt, aber Leute, das ist normal. Ich reg mich auch nicht auf oder so, ich analysiere noch den Boss. Auch wenn ich es nicht sehr gut mache, ich krieg die noch hin. Warte. So, nehmen wir hier mal wieder die Handschuhe, die Wanderermanschetten, immerhin etwas. Wie viel Gewicht habe ich denn jetzt? 78. Muss ich halt wieder meine importierten Mist nehmen. Lederrüstung. 59, das geht doch. Jetzt habe ich wenigstens eine Midroll und laufe ein ganzes Stück schneller. Ja, ja, ja. Was machst du da drüben wieder? Denkst du, ich komme nicht zu dir, oder was? Ja, okay. Ja, es ist wirklich so eine Sweet-Spot-Sache. Wenn ich zu nah an ihm dran stehe... Da mache ich extrem verminderten Schaden. Kann das sein? Ja. Für Knochen habe ich dann noch 6 Stück. Ich bin schon fast dran an der Überlegung, dass ich nochmal zurückgehe. Nach Majula und mir da vielleicht noch ein bisschen Heilung hole. Na, machst du auch mal was? Hallo? Du bist tot. Oh, es tut mir aber jetzt leid für dich. So, ich habe auch schon gehört, NPCs zu beschwören ist hier mehr so kontraproduktiv in dem Spiel, weil die sind so leicht schwächlich irgendwie. Die können alle nix. Und die behindern einen mehr, als dass sie einem helfen. Ich meine, ich könnte es ja irgendwann mal testen, wenn ich mir irgendeine Trolla herhole. Also die eben, die ich da kennengelernt habe. Jetzt kommen sie wieder. Alle auf einmal, ne? Alle auf einmal kommt ihr. So, einen haben wir schon. Ja. Kinder, einer nach dem anderen, bitte. Wir wollen doch nur Ordnung hier reinbringen. Ihr könnt mir mal wieder Lebenssteine geben, ihr Säckel. Seid mal nicht so, ne? Oh, da kommen wieder. Da kommen sie wieder. Hier kann man echt gut Seelen farmen, glaube ich. Oh, das war dumm. Ne, vielleicht auch nicht. So, kommst du? Oho, jetzt habe ich aber Angst vor dir. Und ein Lebensstein. Genau das will ich doch. Mehr nicht. Nur das, Leute.
Das ist nett. Komm, schlag zu. Ah, schade, dass wir die Dinger nicht getroffen haben. Das wäre jetzt voll gut gewesen. Au. Mein schönes Schwert. Das geht hier nur kaputt, wenn ich gegen die Wände haue. Wisst ihr das? Ein Lebensstein. Die kann man echt gut hier farmen, glaube ich. Aber, ja. Was? Königsschwertkämpfer Helm? Interessant. Die will ich mir da mal ganz kurz anschauen, diese Klamotte. Königsschwertkämpfer Helm. Helm eines Königsschwertkämpfers. Seine Form bietet Schutz und ermöglicht zugleich hervorragende Beweglichkeit. Dieser schmucklose Helm ist nur für den Kampf bestimmt. König Vendrick rüstet seine tapfersten Männer für den Kampf gegen die berühmten Riesen mit der allerbesten Rüstung aus. Doch nur wenige kehrten lebend zurück. Ja, und das Ergebnis sehen wir hier. Die sind alle tot. Komm, hau zu. Ach, Kerle. Ihr sollt die Dinger zerstören. Habe ich ja schon gesagt, ne? Ach, Kinder. Wie oft hatten wir das Thema jetzt schon? Ihr sollt... Ah. Oh, guck mal, der wartet. Wie zuvorkommend. Bist du aber ein netter, untoter Schweinehund. So, warte mal. Dann werde ich mir mal hier... Das packe ich mal raus und tue mir das Skimitar stattdessen wieder rein. Was habe ich jetzt? 44. Kann ich die wieder anziehen, die Dranglake? 73. Ja, gut, Hauptsache ich bleibe unter 70. Das ist okay. Gut, Leute, ich will den Part jetzt noch beenden mit einem Bosskill, wisst ihr das? Ist doch nicht schön, sowas. Wenn ich gegen so eine einfache Troller die ganze Zeit draufgehe hier. Ja, ja, ist voll die Gute. Au. Ich glaube, die kann ich nicht staggern, oder? Au. Och Mann, ich hab das... Das Schild ist echt doof, glaube ich. Ach, du Kacke. Wie das aber aussieht, wie so eine große Vogel... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wie so eine Gottesanbeterin. So ganz dürr und wie so ein Insekt. Ach, Leute, es ist nicht gut, was ich hier mache. Ist nicht gut. Und ich habe so viele Seelen jetzt schon da liegen. Mir fehlt einfach die Mobilität. Und durch die Rüstung habe ich jetzt ganz schön was... eingebüßt an Schadensabsorbierung. Ja, so langsam reicht's hier, ne? Mit Sterben. Warte mal. Benutzen. Klopp. Menschlichkeit zurückerlangt. Ich weiß, so schlimm war es noch nicht, aber... Okay, dann ziehe ich mir halt mal wieder die Dranglake-Teile an. Dranglake. Und hier das gute Schild wieder. Da bin ich zwar ein bisschen langsamer, aber ich meine, was soll's. Ja, ein bisschen ist gut. Ich habe 91% Belastung. Belastung habe ich. Mann, Mann, Mann. Kommst du? Kommst du? Das ist schön, ne? So richtig schön verprügelt werden, das hast du gerne. So. Das mag der. Hier mal das Feuerschwert so lange, weil ich glaube, das Skimitar ist besser. Also für die... Ich weiß nicht, ob die gegen Feuer anfällig sind, die Damen. Ich sag jetzt einfach mal Damen. Oh oh. Ja, komm, ein bisschen Ausdauer. Ah, das ist aber problematisch, weil jetzt habe ich noch weniger Ausdauer. Also die zieht halt nicht so, ne? Ihr seht das. Das ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich vermisse ehrlich gesagt so ein bisschen den Stichangriff. Ich weiß, der geht, wenn man sie in beide Hände nimmt, die Waffe, aber das ist... Naja, ich hätte es lieber mit einer Hand. So einen Poke nach vorne. So, kommt ihr? Oh, da kommen sie wieder. Da kommen sie wieder. So, Kinder. Jetzt geht's mit der... Boom! Oh, ja, so bin ich viel zu langsam. Mann, Mann, Mann. Guck mal, wie die aber auch alle... Wie so ein Hund. Die wollen unbedingt Erster sein. Wenn man mit ihnen Gassi geht, die wollen immer vorne herlaufen. Also, nicht alle Hunde. Nicht jetzt wieder falsch verstehen. Ich mag Hunde. Oh, das ist wieder super hier. Massenbashing. Ja, ja, komm. Trinken, schinken. Ah... Verprügelt mich doch nicht immer so. Oh, meine Güte. Ich glaube, bei den Ladies sieht das dann auch nicht anders aus, mal wieder.
Ich muss da irgendwie eine Mischung hinbekommen mit Ausrüstung, weil... So, die Lederrüstung habe ich 72. Dann muss ich hier noch was... Den Bogen mal raus? Nee, das reicht immer noch nicht. Das ist dann nur geringfügig schwächer. Ich glaube eigentlich die Lederhandschuhe vom Kriegerset sind ein bisschen weniger, aber das geht noch. Ja, es geht. So. Hauptsache abgestochen. Ja, so geht das echt besser in engen Gängen. Dann bin ich da ein bisschen besser bedient als die. Oh oh. Haha, ihr Penner, genau das habe ich gehofft. Da gut gemacht. Da gut gemacht, das habt ihr gut gemacht. Ah, so. Genau, das habe ich ja schon aufgemacht. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt mal da runter gehen, aber ich glaube, ich werde jetzt auch abhauen mit den Seelen. Das wird mir langsam echt ein bisschen zu blöd mit den Damen. Ah, ah, ah. Lady. Oder? Ich weiß nicht. Soll ich es probieren? Ich probiere es jetzt mal. Ah, Mann. Weißt du, ich blocke und es ist hier egal, so ein bisschen. Habe ich den Eindruck. Sie haut einfach durch mit diesem Stich. Manchmal. Oh oh. Mach plopp. Oh, 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 das war knapp. Nicht runterfallen. Okay, das könnte es mir jetzt ein bisschen einfacher machen, alles. Warte mal, die eine hat sich noch nicht eingemischt. Alessia, Rise und Yahim. Habt ihr funky Namen, Mädels. Oh, die springt da wieder hoch. Das muss man einem erstmal sagen hier. Ja, machst du toll. Jetzt bist du wieder unten und jetzt? Kommst du nochmal rauf, oder was? Ich hoffe mal, mir reicht die ganze Haltbarkeit von den Waffen, Leute. Komm, jetzt spring rauf. Ja, damit habe ich gerechnet. Alte Kuh. Komm, mach deine... Also sie können eigentlich nichts, diese Trollas, aber ich bin zu gierig wieder. Will zu viel, macht zu wenig. Das war genial von mir. Oh, oh. Gut, dass ich so ein schönes Schild habe gerade. Das haben wir nicht einmal getroffen, oder was? Willst du mich verkohlen? Ja. Aufschlitzen. Oh! Aha. Nicht, dass die anderen dann stärker werden, so ein bisschen wie Ornstein und Smau, ne? Smaug? Smaug? Hab ja schon mal gesagt, jeder spricht so anders aus. Irgendwie. Also Smaug zumindest. So, eine weniger. Hast du gut gemacht. Oh oh, da kommen die beiden jetzt, oder was? Ich glaube, ich muss doch gleich runter, Leute. Ich glaube, ich muss doch gleich runter. Kommt die andere jetzt? Na komm. Oh. Ja klar, kommt die andere jetzt. Und ich verliere auch noch richtig schön Lebensenergie dabei. Das ist fein. Ja, die ist fein. Komm, du Troller. Oh. Hier. Ja, Mädels, ihr seid jetzt... Okay. Oh! Ihr seid jetzt genau richtig hier. Ne, 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 ne. Alter Schwede, wenn ich gegen dir zu dritt gekämpft hätte, das wäre eine richtige Gaudi geworden, sage ich euch. Das wäre voll lustig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin jetzt nur am Wegtänzeln, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Au. Au. Ihr blöden Kühe. Ernsthaft jetzt mal. Oh. Alter Schwede. Oh, das Trio des Todes. So nenne ich den Part, glaube ich, auch. Mann, Mann, Mann. Ich bin hier nicht gut. Ich bin nicht gut. Es läuft nicht. Läuft nicht, wie es soll.
Ach, wisst ihr was, ist mir wurscht. Es wird schon klappen. Ich arbeite mich ja durch. Aber ich hole mir jetzt meine Seelen ganz schnell. Komm, das lasse ich noch drin, ist ja egal. Dann gehe ich noch ganz schnell nach Majula und werde mir mal ein bisschen was in Kondition schaufeln, weil ich glaube, mit der richtigen Rüstung ist das hier gar nicht so schwer. Ich bin halt nur zu träge. Ich kann nicht gescheit ausweichen und nichts. Das funktioniert nicht. Ansonsten gehe ich halt nochmal zum Flammenturm und mache die Bosse. Oder den einen Boss, ihr wisst ja noch, wen ihr da letztes Mal gesehen habt, ne? Den einen netten. Okay. Kannst du auch machen. Mach ich halt das. So, naja. Es wird noch ein ganz schönes Ding mit denen. Ich meine, einzeln habt ihr es gesehen, sind die auf jeden Fall machbar, wenn man schön taktiert und nicht Unsinn macht. Ja, genau. Kannst du auch machen. Okay. So. Aber zu zweit, dann packen sie erst die ganzen Tricks aus. Das ist dann. Wenn man die Schwester tötet, die eine. Was? Was habe ich denn da eben bekommen? Ich habe ein paar Seelen bekommen, warum auch immer. Dass da von unten gleich nur einer kommt, finde ich doof. Dann könnte ich die jetzt schön hier alle einzeln so, zack. Au. Au. Oh. Sau doof, Leute, sau doof. Oh, der wäre eigentlich ganz gut, hätte ich den weitergemacht. Au. Oh, 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 bloß nicht sterben jetzt. Leute, mit meinem Zauberer, ganz ehrlich, da sieht das ganz anders aus. Da kann ich die schön alle von weitem wegpflücken, die Ärsche. Na gut, ich beende den Part, war nicht sehr erfolgreich, aber ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin treu. Und ja, ein Like wäre natürlich wie immer super. Auch wenn ich nicht gerade eine gute Leistung hingelegt habe, das wird schon noch, das wird schon noch. Leute, bis zum nächsten Mal mit Dark Souls Teil 2.